Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Von mir gibt es heute eine kleine Reihenrezension und zwar zu den Büchern Rebel Soul und Rebel Heart. Ich danke dem Verlag für Rebel Heart. Das habe ich als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Also vielen lieben Dank dafür. Und ja, ich würde sagen, ich erzähle euch jetzt so ein bisschen was zum Inhalt. Natürlich zu Rebel Heart. Da werde ich nicht sehr viel auf den Inhalt eingehen, aber natürlich, wie es mir gefallen hat. Aber fangen wir erstmal mit Rebel Soul an. Ja, es geht hier um Gia und ja, durch blöde Zufälle würde ich einfach mal sagen, oder durch Zufälle begegnet Gia Rush, genau, und ja, irgendwie ist da so von Anfang an so ein kleines Kribbeln und ja, wegen bestimmter Umstände treffen die beiden sich dann öfter und beziehungsweise können sich gar nicht so wirklich aus dem Weg gehen und natürlich entwickelt sich da so ein bisschen was, ist ja New Adult und ich kann euch sagen, ich habe erstmal was ganz, ganz anderes von dem Buch erwartet, aber es ist jetzt nicht so, dass meine Erwartungen enttäuscht wurden, ganz im Gegenteil, ich war sogar irgendwie positiv überrascht. Ich finde, der Klappentext lässt so, ja, ich weiß nicht, der Klappentext, der, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich finde, vom Klappentext her habe ich einfach an eine andere Geschichte gedacht, habe was anderes erwartet. Aber ich fand es unglaublich gut, weil ich finde die Geschichte auf jeden Fall richtig, richtig toll. Die hat mir total gut gefallen. Und auch gerade dadurch, dass sie so anders ist, als der Klappentext schließen lässt, hat sie mich nochmal mehr überrascht. Ich finde einfach, Gia und Rush sind so, so süß und toll zusammen. Ich mochte die beiden als Protagonisten total gerne und ich mochte vor allem das Zusammenspiel der beiden richtig gerne. Ich fand die Dialoge toll, ich fand die Scherze zwischen ihnen toll oder vielleicht auch mal so, dass wenn die sich so ein bisschen angefaucht haben, sag ich einfach mal. Und ja, hat mir einfach unglaublich gut gefallen. Ich finde einfach so, ist eine richtig tolle Story gewesen. Und ja, der Schreibstil, ich denke, da muss ich nicht viel zu sagen, der war locker leicht. Ich kann euch sagen, ich glaube, ich habe Band 1. Okay, ist jetzt nicht besonders dick, 300 Seiten, aber ich habe das wirklich innerhalb so nach dem Motto von 24 Stunden gelesen. Ich habe an einem Abend angefangen, ich wollte nur mal so ein Kapitel lesen und es fing dann halt schon so an, dass ich wirklich lauthals gelacht habe. Es war so ein witziger Anfang und dann ging es auch richtig schön weiter, halt wie gesagt anders. Es ist so, weil hier hinten steht halt drauf, er ist reich, gefährlich und verschlossen und sie ist die Einzige, die hinter seine Fassade schaut. Ich finde, das klingt halt so danach so, als wäre er so der typische Bad Boy und ich finde, das ist Rush gar nicht. Ich fand ihn ganz toll. Ich finde natürlich auch Bad Boys toll, nicht, dass ich das irgendwie, dass ich da was anderes sagen will. Aber ja, ich finde, er war einfach richtig klasse. Er ist auch so ein richtig zuvorkommender Typ, der sich auch sorgt, obwohl es erst nicht so den Anschein macht und hat mir echt toll gefallen. Wie gesagt, der Schreibstil war locker leicht. Ich habe an dem einen Abend angefangen und am nächsten Abend habe ich es auch schon beendet. Und ja, der Cliffhanger ist echt, echt gemein, kann ich euch sagen. Ich habe damit nicht gerechnet, mit dem, was hier am Ende passiert ist. Ganz im Gegenteil, ich habe da also gar nicht mit gerechnet. Ich weiß auch nicht wieso. Ich habe auch nicht mit dem gerechnet, was da so in der Mitte passiert ist. Das war so für mich so, what? Was halt für mich auch die Geschichte so ein bisschen anders gemacht hat. Und ja, dann habe ich direkt Band 2 hinterher geschoben, was ich richtig gut fand, weil wie gesagt, der Cliffhanger war echt gemein und auch Band 2 mochte ich wieder richtig gerne. Ich finde, hier hat man nochmal richtig dolle mitgefiebert und man war die ganze Zeit so Feuer und Flamme, so, oh bitte, Gia und Rush, Gia und Rush. Ne, weil es passiert halt was, was es den beiden ziemlich schwer macht, dann letztendlich doch zusammenzukommen. Vor allem, weil Rush auch ein Typ ist, der so ein bisschen, sag ich mal, Beziehungen scheut. Genau, und wie gesagt, am Ende von Band 1 passiert dann was, beziehungsweise schon in der Mitte von Band 1, aber das legt sich dann wieder so ein bisschen. Und am Ende von Band 1 passiert dann was, was ja das Ganze so ein bisschen gefährdet. Und in Band 2 ist man dann einfach nur so Feuer und Flamme. Man will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und auch hier bin ich absolut durchgeflogen. Ich glaube, auch dieses Buch habe ich an einem Abend begonnen und am nächsten dann so beendet. Ich glaube, wenn ich nicht hätte arbeiten müssen, hätte ich es wirklich die ganze Nacht durchgelesen. Weil es sind wirklich so Bücher, da bleibt man einfach dran. Und diese beiden Bücher,
hatten einfach einen richtigen Sog. Man wollte einfach nach jedem Kapitel weiterlesen, auch wenn das mal ein Kapitel war, was vielleicht jetzt nicht so super spannend geendet ist, sondern so ganz normal endete. Man wollte einfach weiterlesen, weil, also ich wollte einfach weiterlesen. Ich wollte die ganze Zeit unbedingt wissen, wie geht es mit den Charakteren weiter, wie geht es mit denen ihrer Geschichte weiter. Und ja, also mir haben auch die Nebencharaktere sehr gut gefallen. Ich finde, sie haben nicht eine ganz so große Rolle gespielt, wie es bei vielen anderen Büchern ist, wie es auch bei vielen anderen New Adult Büchern ist. Aber ich muss sagen, es hat mich absolut gar nicht gestört hier. Ganz im Gegenteil, ich fand das sogar irgendwie gut, weil ich Gia und Rush eben so, so gerne mochte. Und ich fand es so toll, von denen zu lesen. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Reihe, die ich nochmal lesen würde, weil sie einfach so, ja, sie ist so schön, sie ist so locker leicht, sie ist so, wie sie auch im echten Leben sein könnte, so einfach so schön rausgerissen. Und ich konnte richtig gut hier verweilen, ja. Es ging zwar leider viel zu schnell, finde ich, für meinen Geschmack, weil ich einfach so schnell durch war mit beiden Büchern. Aber das ist ja ein gutes Zeichen für die Bücher. Ich fand sie wirklich, wirklich toll. Und ich kann euch sagen, falls ihr Wikiland und Penelope Ward noch nicht kennt, dann sind das auf jeden Fall zwei wunderbare Autorinnen, die einfach jeder Geschichte was Besonderes verleihen. Die, ich weiß nicht, die schreiben einfach ganz tolle Geschichten. Ich habe ja auch dieses One More Time und alles von denen hier. Und es gab bisher wirklich kein Buch, was mich von den beiden enttäuscht hat. Was, finde ich, schon ein echt gutes Zeichen ist, weil es gibt immer mal so ein Buch, was einem nicht gefällt. Aber das hatte ich bei den beiden bisher noch gar nicht, weil, wie gesagt, die haben einfach eine ganz wundervolle Art, eine Geschichte zu erzählen. Und ja, auch hier fand ich es wieder richtig toll gemacht. Wie gesagt, Gia und Rush haben mir beide als Charaktere total gefallen. Das waren auch sehr erwachsene Charaktere, finde ich. Also für mich haben die Charaktere sich nicht kindisch verhalten, was man, finde ich, in New Adult Büchern oft hat, was mich persönlich jetzt nicht unbedingt stört. Auch wenn das Mädel mal so ein bisschen so ein Naivchen ist, stört mich keineswegs. Aber das war hier nicht so und das war auch sehr erfrischend und das hat mir echt gut gefallen. Es waren wirklich eigentlich so zwei erwachsene Menschen oder junge erwachsene Menschen, die ja so gerade dabei sind, so ihren Weg im Leben zu finden, und dabei werden ihnen halt so ein paar Steine in den Weg gelegt und ja, es gilt die halt jetzt zu überwinden, und es hat mir einfach unglaublich gut gefallen. Ich rede nicht weiter lange drum herum. Ich glaube, ihr habt verstanden, dass mir die Reihe gut gefallen hat. Ich werde sie euch unten verlinken. Schaut auf jeden Fall vorbei und lest euch mal den Klappentext durch. Aber wie gesagt, lasst euch vom Klappentext des ersten Bandes nicht beirren, weil ich finde, die Geschichte ist irgendwie so viel mehr. Ich fand sie richtig toll und sie hat mir echt gut gefallen, auch wenn sie sehr kurz war. Und ich freue mich definitiv auf mehr von den beiden Autorinnen. Und ja, das soll es gewesen sein von meiner Rezension. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr die Bücher kennt oder ob ihr vielleicht noch vorhabt, sie zu lesen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!